Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Wir haben Ihren Chef hier on Air. Wir bringen Ihren Chef ins Radio. Heute zu Gast bei mir Ralf Pilger, Geschäftsführer der WISAG. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Mit dem Ausblick lässt sich's aushalten, oder? Der Ausblick ist schön, ja. Wir werden uns gleich noch so ein bisschen drüber unterhalten, was die WISAG überhaupt macht. Weil ich finde, irgendwie hat man so das Gefühl, die WISAG macht alles, aber keiner hat so den richtigen Überblick, außer euch wahrscheinlich selbst. Was macht die denn überhaupt so? Und da sprechen wir gleich drüber nach Musik von Mike Mika und Holiday Rap. Und davor, hast du dir persönlich schon einen gewünscht oder hast dein Team auch so ein bisschen mitwünschen lassen? Der erste ist Jacob Banks, Chainsmoking. Gibt es da irgendeine Geschichte zu? Ja, da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich habe zwei Söhne. Der eine ist jetzt 21, wird bald 22. Und es ist ja nicht so oft, dass Vater und Sohn mal gleiche Musik hören. Er hört ansonsten mehr Rap. Mhm. Und hier haben wir uns mal getroffen. Ja, dann hören wir dann noch jetzt. Jacob Banks, Chainsmoking. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag hören Sie von 12 bis 13 Uhr den Chef eines Unternehmens oder einer Organisation. Bei uns live, mein Gast heute ist Ralf Pilger, Geschäftsführer der WISAG. Hallo Ralf. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ich finde, die WISAG ist immer, wenn man das so hört, denkt man so, ja, was machen die denn eigentlich? Es ist irgendwie so viel. Erklär mal kurz, was macht die WISAG? Ich dachte, ich bin heute hier, damit du mir erklärst, was wir machen. Oh, schön wär's. Gut. Also, wer ist die WISAG? Wir sind eins der führenden Dienstleistungsunternehmen, familiengeführt mit ungefähr 50.000 Mitarbeitern. Mhm. Und wir bringen Dienstleistungen rund um Gewerbeimmobilien und Büroimmobilien und Wohnimmobilien. Auf der anderen Seite aber genauso für die Industrie oder am Flughafen oder für Airlines. Wir sind mittlerweile in drei Geschäftsbereiche gegliedert. Die WISAG Facility Service, die Industrie Service und die Aviation Service. Ja. Und die Gebäudetechnik, wo ich Geschäftsführer bin. Wir gehören zu dem Bereich Facility Service. Okay. Und was macht die Gebäudetechnik? Ist dann die Frage, die dann immer wieder im Raum steht. Ja. Wir kümmern uns um die ganze Technik in Immobilien, um die klassische TGA, technische Gebäudeausrüstung, Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik, alles, was da drum und dran ist. Wir warten die, wir reparieren die, wir halten die in Stand. Das ist so das Kerngeschäft der Gesellschaft, die ich führe. Okay, das heißt, ihr seid praktisch dafür zuständig, dass ich es hier gerade schön angenehm kühl auch habe. Wenn man so sagen will. Ne? Und wenn die Fragen nicht passen, lasse ich den Strom abschalten. Okay, alles klar. Ich hoffe, das geht so. Jetzt habe ich gelesen, euch gibt es schon eine ganze Weile. Erklär mal so, seit wann gibt es die WISAG und wie hat das überhaupt angefangen? Das Unternehmen ist vor 55 Jahren durch Klaus Wisser gegründet worden. Klaus Wisser kennt viele in Frankfurt. Mhm. Hat angefangen mit Gebäudereinigung, ging dann weiter über Sicherheitsdienstleistungen, Garten- und Landschaftsbau. Die Palette ist immer größer geworden. Ja. Und seit 2009 haben wir den Staffelstab und die Familie den Staffelstab übergeben. Und der Michael Klaus Wisser führt das Unternehmen seit dieser Zeit. Okay, jetzt haben wir eben Gebäudetechnik schon erklärt. Was hat es mit der Aviation auf sich? Was macht ihr am Flughafen? Ja, den einen oder anderen fällt ja da auf, dass die WISAG gerade am Flughafen immer mal zu sehen ist. Mhm. Wir sind dort im Vorfeldgeschäft tätig, aber genauso beim Package Handling. Und dann bringen dort Dienstleistungen sowohl für die Lufthansa als auch für andere Airlines. Okay, prima. Dann werden wir gleich noch so ein bisschen drüber reden, dass es ja bei euch auch ganz viele Ausbildungsberufe gibt. Und ich glaube, das hat heute sogar tatsächlich auch gestartet, hast du erzählt. Gleich sprechen wir noch drüber. Du hast den ersten Song, den zweiten Song gar nicht selbst ausgesucht, das ist von deiner Frau. Und die hat ein bisschen auf sich warten lassen, hast du gesagt. Du bist diesen Song auswählen. Ich kann das voll verstehen. So ein Lieblingssong auswählen ist nicht einfacher. Welcher ist es geworden? Ja, Rain in May. Die meisten sagen ja, das ist Phil Collins, aber ist es nicht, weil es ist Max Werner. Aber das war tatsächlich so, dass deswegen so die Wunschliste recht spät gekommen ist. Das ist vollkommen okay. Wir freuen uns trotzdem jetzt auf Max Werner, Rain in May. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag ein Chef on Air hier bei uns. Montag bis Freitag. Jeden Tag habe ich Besuch, eine Stunde lang von 12 bis 13 Uhr. Den Chef eines Unternehmens oder einer Organisation bei uns live im Radio. Mein Gast heute ist Ralf Pilger, Geschäftsführer der WISAG. Wir haben uns eben schon mal so ein bisschen angeteased. Ihr habt super viele Ausbildungsberufe. Ich glaube, 9 sind es insgesamt. Das ist ja schon eine ganze Menge. Was bietet ihr an für Ausbildung? Ja, das ist eine ganze Menge. Wir bieten im Wesentlichen an Ausbildungsbereiche, um alles, was im Haus ist, mit Technik zu tun hat. Beispielhaft Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Elektroniker für Gebäude und Infrastruktur, Mechatroniker für Kältetechnik, andere Bereiche Mechatroniker, aber halt auch Kaufmann für Büromanagement oder eben duale Studien.
Okay. Und du hast vorhin so kurz bevor die Musik kam, darauf hingewiesen, ja, es hat heute was Besonderes. Bei uns haben die neuen Lehrlinge angefangen. Ja. Wir bilden tatsächlich auch dieses Jahr aus. Ja. Und mein Kollege und ich, wir haben uns vorgenommen gehabt, die Neuankömmlinge immer persönlich zu begrüßen. Ja, schön. Und das war tatsächlich heute Morgen, kurz bevor ich hierher dann gestartet bin, konnte ich dann unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, die Lehrlinge, entsprechend begrüßen. Jetzt habe ich gelesen, bei euch wird soziales Engagement ganz groß geschrieben und auch Kundennähe. Wie setzt ihr das so um? Die WISAG ist ein sehr soziales Unternehmen, als Dienstleistungsunternehmen und natürlich Familienunternehmen. Und unsere Wurzeln liegen ja in Hessen. Ja. Von der Seite her fühlen wir uns auch speziell Frankfurt sehr verpflichtet. Das merkt man bei dem Engagement bei den Joblingen, wo wir dafür stehen, jungen Leuten, die vielleicht einen schweren beruflichen Start hatten, aus nicht unbedingt stark geförderten sozialen Schichten zu kommen, den Weg zu ebnen in sich die Ausbildungsstätte. Wir unterstützen aber auch die Fraport Skyliners auf der einen Seite als Hauptsponsor mit oder einer der Hauptsponsoren, auf der anderen Seite aber auch die Aktion Basketball macht Schule, wo verschiedene Basketball-AGs gefördert werden im Rhein-Main-Gebiet, um Kinder von der Straße runterzukriegen und das zu unterstützen. Das sind so Themen, die wir entsprechend als Unternehmen begleiten im Tagesgeschäft. Digitalisierung ist auch immer ein großes Thema und bei euch glaube ich auch, ihr habt da auch sehr viel entwickelt in letzter Zeit und gerade beim Gebäudemanagement habe ich mir sagen lassen, Elli ist eine Feel-Good-Managerin für alle Gebäudenutzer. Wie funktioniert das? Was macht die Elli? Stimmt, Elli ist unsere neue Mitarbeiterin. Digitalisierung begleitet uns auch im Bereich der Gebäudetechnik, im Bereich Facility Management in den letzten Wochen und Monaten verstärkt. Und Elli, unsere Feel-Good-Managerin, ist ein Jetbot. Also jeder von uns weiß, wie er Tickets einstellen kann bei Banken, bei Versicherungen oder auch bei uns mittlerweile, wenn ein Objekt eine Störung ist. Mhm. Und die Tendenz geht ganz klar zur Sprachkommunikation. Und Tastaturen werden in absehbarer Zeit nur noch ein notwendiges Übel sein. Und Elli ist dann halt jemand, der führt dich halt zu der Behebung deines Fehlers oder führt dann Aufträge aus, wenn einfach was beseitigt werden soll, vielleicht aber auch ein Blumenstrauß bestellt werden soll oder ein Ticket, falls die Eintracht wieder spielt. Ah ja, okay. Und wo setzt ihr die ein? In welchen Gebäuden? Also wir haben momentan Referenzobjekte laufen, im Gegensatz zu den Marktbegleitern, die zwar bunte PowerPoint-Folien haben, aber wir haben tatsächlich in einem großen Hochhaus in Frankfurt, den Namen will ich jetzt nicht sagen, aber wer mal sucht, findet ein Video entsprechend darüber. Okay. Wo auch ganz klar gesagt wird, wer es ist. Kann man sich dann nochmal anschauen. Perfekt. Ralf, ich möchte natürlich von jedem Chef auch mal ein paar persönliche Sachen wissen und die machen wir gleich nach einem wunderbaren Sommersong. Bryan Adams, Summer of 69, warum ist es der geworden? Ja, ich habe natürlich, wie du es vorhin gesagt hast, mein Team und meine Mannschaft mal gefragt, was wollten ihr hören? Und manche kamen dann so um die Ecke und haben gesagt, naja, versteck doch mal dein Alter nicht. deswegen ist es Summer of 69 geworden. Außerdem gab es einige Leute, die haben dann in der Zeit krabbeln gelernt. Andere sind gerade auf die Welt gekommen aus der Mannschaft. Also von der Seite her die Jahreszahl. Okay, Bryan Adams, Summer of 69. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Und es geht immer so furchtbar schnell rum. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Jeden Tag hören Sie hier von 12 bis 13 Uhr den Chef eines Unternehmens oder einer Organisation bei uns live im Radio. Ihr Chef sozusagen. Und mein Gast heute ist Ralf Peger, Geschäftsführer der WISAG. Ich möchte von jedem Chef auch immer natürlich so ein bisschen die persönlichen Details wissen und die haben wir gleich nach Musik von Purple Disco Machine und Sophie and the Giants Hypnotized und davor Alan Walker. Sing Me to Sleep mit uns. Kommen Sie gut durch Ihren Dienstagmittag. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag freue ich mich über Besuch für eine Stunde zwischen 12 und 13 Uhr. Den Chef eines Unternehmens. Heute zu Gast bei mir, Ralf Peger, Geschäftsführer der WISAG. Und jeden Chef, Ralf, frage ich immer auch so ein bisschen was Persönliches, weil es geht ja auch um den Chef und ich bin auch einfach von Natur aus neugierig. Also, und bei dir interessiert mich natürlich auch, wie kommt man dazu, bei der WISAG jetzt Geschäftsführer für Gebäudetechnik zu sein? Wie ist so dein Werdegang? Wie hat es angefangen? Ich bin mittlerweile seit 2002 bei der WISAG und habe dort als Bereichsleiter angefangen und auch im Vertrieb und im Peer Account Management gearbeitet. Okay. Dann gab es vor vielen Jahren eine Situation, dass ein guter Freund von mir, der Geschäftsführer in Hessen war, das Unternehmen verlassen hat und meine beiden direkten Vorgesetzten gefragt haben, was willst du weitermachen? Willst du weiter Vertrieb machen? Willst du in die Regionalgesellschaft gehen? Und dann habe ich so meinen Schlüsselbund auf die Regionalgesellschaft gelegt, weil ich damals mit Ende 30 halt auch mal wissen wollte, wie ist das mit dem Thema Budgetverantwortung, mit Personalführung. Ja. Macht unwahrscheinlich Spaß.
Wobei es was anderes ist, als klassisch im Vertrieb tätig zu sein, weil im Vertrieb kann man immer everybody's darling sein, lieb und nett, was im operativen Geschäft manchmal nicht funktioniert. Ja. Und seit der Zeit führe ich halt das Unternehmen, die Visa Gebäudetechnik in Hessen, mit meinem Kollegen Markus Hölzel gemeinsam. Es macht Spaß. Wir haben eine tolle Mannschaft. Und die ganzen Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Gesellschaft ist ein Top-Team. Das glaube ich sofort. Was ist so das, der Aspekt, der dir an deinem Job am meisten Spaß macht? Der Umgang mit Leuten. Und ein guter Bekannter hat mal gesagt, wenn wir früh morgens aufstehen und freuen uns, die Probleme anderer Leute lösen zu können, dann sind wir noch richtig in dem Geschäft. Und das ist es. Okay. Wie hat das bei dir angefangen? Was hast du davor gemacht? War das schon immer irgendwie klar, ich möchte in die Richtung gehen? Nee, war beim besten Willen nicht klar. Ich bin ursprünglich mal gelernter Elektriker. Mhm. Also ich habe Elektrotechnik studiert. Richtig Starkstromtechnik. Gott war einer von uns, er schuf Blitze und Donner. Und bin dann über Bereiche im Anlagenbau, von Fernwärmeanlagen, Großkesselanlagen, über einige Jahre in der Gebäudeautomation in den Bereich Gebäudetechnik, Facility Management gekommen. Okay, also hast du selbst gute Ahnung? Relativ und immer weniger. Okay, ja gut. Jetzt frage ich jeden Chef auch nochmal, was macht er denn so als Ausgleich zur Arbeit? Was machst du nebenbei? Nebenbei ist immer gut gesagt. Nein, also wenn ich nicht dienstlich unterwegs bin und durch die Republik reise, dann bin ich froh, wenn ich bei meiner Familie bin. Das ist so richtig Quality Time, wie meine Frau dann immer sagt, mit der ich seit vielen Jahren glücklich verheiratet bin. Ich habe zwei Söhne, einer ist mittlerweile ausgezogen, der Kleine wohnt noch bei uns, sind vor kurzem aus dem Urlaub wiedergekommen. Ab und zu sieht man mich mal auf dem Golfplatz im Hintertaunus. Und ich hatte es ja gesagt gehabt mit einem der letzten Lieder, Summer of 69, das verrät so ein bisschen das Alter dabei. Viele Leute fangen mit 50 an, dann Golf zu spielen. Das haben meine Frau und ich schon ein paar Jahre länger gemacht. Okay. Und deswegen haben wir uns dann einfach mal letztes Jahr im Winter entschieden, Tennis zu spielen. Ja. So, also mal ganz anders, macht trotzdem Spaß. Sehr gut, schöner Ausgleich. Ja. Und perfekt passend zu deiner persönlichen Geschichte auch, so ein bisschen mit den Wurzeln, ne, hast du dir gewünscht, Bab verdammt lang her. Stimmt. Bab Niedecken und seine Mannschaft begleiten mich seit vielen Jahren, so aus der Pubertätzeit noch übrig geblieben. Und vor gut zwei Jahren waren sie mal wieder in Frankfurt und man hat gesehen gehabt, dass Niedecken immer noch rocken kann. Von der Seite her durfte der heute auf der Wunschliste nicht fehlen. Prima, spielen wir jetzt. Bab verdammt lang her. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Der Chef on Air, heute zu Gast bei mir, Ralf Peger, Geschäftsführer der WISAG. Und Ralf, du hast so ein persönliches Thema auch noch, was, glaube ich, gerade während Corona auch ganz, ganz wichtig ist. Wir haben uns eben schon ein bisschen drüber unterhalten, aber erzähl mal, was dir da noch am Herzen liegt. Ja, es gibt halt so Themen, die während der Corona-Zeit so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Einerseits ist natürlich wichtig, eine Wertschätzung gegenüber den Ärzten, den Krankenschwestern, den Pflegern aufzubringen, was die natürlich geleistet haben. Das trifft aber auch viele unserer Leute, die natürlich im Einsatz waren, weil die Immobilien mussten laufen, die mussten betreut werden. Also ja. Da haben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen richtig tollen, geilen Job gemacht. Und was man nicht ganz vergessen sollte, sind natürlich so andere soziale Einrichtungen und Vereine. Also meine Frau ist zum Beispiel tätig im Verein Frauen helfen Frauen in Oberursel. Die betreiben eine Beratungsstelle und ein Frauenhaus. Und da ist es halt auch wichtig, dass man die nicht vergisst, weil natürlich auch häusliche Gewalt ein Thema ist, was zwar in aller Munde ist, aber viele Leute wollen nicht drüber reden. Hm. Und von der Seite her ziehe ich da auch den Hut von meiner Frau, was die dort leistet und wie die sich für den Verein engagiert. Absolut. Wer jetzt sagt, oh, die WISAG, das klingt für mich nach einem richtig geilen Arbeitgeber, ihr sucht tatsächlich auch noch. Stimmt, im Bereich der technischen Dienstleistung suchen wir weiter Facharbeiter, gut und top qualifizierter Handwerker. Also da suchen wir weiterhin nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da sind wir auch weiterhin aktiv. Und wem das dann so ein bisschen gefallen hat oder wer mit mir selber Kontakt aufnehmen will, findet das auf der Homepage, in sozialen Medien, LinkedIn, Xing. Meine E-Mail ist überall verfügbar. Einfach durchklingeln, einfach anfragen. Und vielleicht begleitet uns der eine oder andere auf einen gemeinsamen Weg in die Zukunft. Das wäre natürlich schön. Dankeschön, Ralf, dass du hier warst. Ralf Peger von der WISAG. War schön, die Stunde. Und wir haben noch einen Song. Und ich glaube, der ist tatsächlich auch von einem Mitarbeiter gewünscht worden, oder? Der ist vom Mitarbeiter gewünscht worden. Der ist ein lieber, netter Kollege. Der ist frisch aus dem Urlaub gekommen. Ich habe gesagt, komm, jetzt sag doch mal was für die Playlist. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Ich sag's euch. Aber von der Seite her freue ich mich, dass wir den noch spielen und vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Schön, dass du da warst. Wir spielen jetzt Surfaces. Klingt tatsächlich sehr entspannt und sehr viel nach Urlaub. Sunday Best.